Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und ich möchte euch heute einladen, mich auf einer kleinen Reise zu begleiten, die mich nach Frankreich führte. Ich traf während dieser Reise auf drei überaus interessante Menschen, die ich euch hier einmal vorstellen möchte. Ja, während meiner Reise traf ich auf drei absolut unterschiedliche Menschen. So unterschiedlich wie nur irgendetwas und so unterschiedlich, wie man sich das eigentlich auch nur vorstellen kann. Und wenn ich unterschiedlich sage, dann hält sich dieser Eindruck nur, solange man an der Oberfläche kratzt. Schaut man mal in das Innere der Menschen, so wird man viele, viele Gemeinsamkeiten finden, die diese drei teilen. Und an erster Stelle steht bei allen dreien die innigliche Verbindung zu Jesus Christus. Das, denke ich, macht einen Menschen wertvoll. Und deswegen möchte ich euch diese drei vorstellen. Meine erste Station wird sein in der wunderschönen Eifel, genauer gesagt in Ahrweiler, dort wo ich den Siebentagsadventisten Timo Hoffmann treffe. Timo Hoffmann ist mir aufgefallen durch seine unbestechlich guten Vorträge hier auf YouTube. Er hat einen eigenen Kanal, den ich auch noch in der Videobeschreibung einmal verlinken werde. Und ja, seine Vorträge haben mich beeindruckt. Also sie strotzen von einer Tiefgründigkeit, von einem Wissen und einer Weisheit. Ja, sie haben mich sehr an die Vorträge des Professor Dr. Walter Veit erinnert. Mir war es wichtig, diesen Menschen einmal kennenzulernen. Wenn der eine oder andere von euch das Wort Adventisten hört, ist er vielleicht schon misstrauisch, er kennt ein wenig die Wurzeln, er hat schon mal was von einer Ellen G. White gehört, von Freimaurerwurzeln und so weiter und so fort. Genau aus diesem Grunde habe ich ihn ja auch aufgesucht und wollte darüber einmal etwas genaueres wissen. Station 2 wird sein in Frankreich, wo ich den Betreiber des Kanals Zeitzeuge treffen werde, den Bernd. Und ja, der Bernd möchte sich jetzt zu Pfingsten ein weiteres Mal taufen lassen. Also er möchte ein wiedergeborener Christ werden. Ich werde mich jetzt einmal mit ihm unterhalten. Ihr seid Zeuge dessen. Ich freue mich darauf. Und ja, er wohnt in Rodemack. Rodemack ist ein wunderschöner Ort. Erinnert an mittelalterliche Zeiten. Wir werden ein bisschen durch die Stadt schlendern. Ihr werdet euch das alles mit anschauen können. Meine dritte Station wird wieder sein Deutschland, genauer gesagt bei Heidelberg, der Ort heißt Ehlingen. Dort treffe ich den Sören. Sören Kors ist seines Zeichens Jesus Freak. Und auch da werden wieder einige sagen, also das kann es ja nur nicht sein. Denn schließlich sollen wir ja keine Jesus-Fans sein, sondern würdige Nachfolger. Tatsächliche Nachfolger. Dass es der Sören aber trotzdem absolut ernst mit Jesus meint, das werde ich euch zeigen. Ja, und gerade weil eben halt viele Vorurteile haben gegenüber dieser und jener Gruppe, deshalb habe ich dieses Video gemacht. Um zu Timo Hoffmann zu gelangen, begeben wir uns in die schöne Eifel. Dieser schöne Flecken ist äußerst christlich geprägt, vorwiegend jedoch katholisch. Man spürt an jeder Ecke, dass hier einmal die Menschen sehr gläubig gewesen sein müssen, doch auch heute noch spürt man etwas, was zumindest von christlicher Tradition zeugt. Sind die großen Ortschaften wie Düren oder Aachen auch schon von Einwanderung gezeichnet, im Großen und Ganzen ist dieser Landstrich noch absolut sehens- und besuchenswert. Überall zeugen Spuren der Christlichkeit von einem ehemals intakten Verhältnis zu Gott. Dies zu übersehen ist in der Eifel unmöglich. Schon die Römer erkannten den Wert dieser Landschaft
und ließen sich an steppenbegünstigten Klimas nieder. Sie errichteten dort ihre Bauwerke, die heute wieder zutage gebracht werden. Die Eifel, ein Ort der Schönheit und der Besinnung. Mittel gegen den Hochmut der Großen. Viel Klagen höre ich oft erheben vom Hochmut, den der Große übt. Der großen Hochmut wird sich geben, wenn unsere Kriecherei sich gibt. Zur Zeit meines Besuches im April standen die Bäume des Weinbergspfirsichs in voller Blüte. Timo Hoffmann, ehemals Katholik, rühmt und zeugt heute vom Worte des Herrn und der Wahrheit in Jesus Christus. Als Adventist sieht er sich der Wahrheit ganz besonders verpflichtet und er nimmt es mit der Lehre der Heiligen Schrift daher auch sehr genau. Als ehemaliger Heavy-Metal-Gitarrist und, wie er selbst sagt, Kind der Welt, weiß er um die Niederungen rein menschlichen Ansinnens, weiß er, welche Ziele, Wünsche, Träume und Sehnsüchte der rein weltgebundene Mensch haben kann, in dessen Welt die Pläne Gottes keine Rolle spielen. Von dem, was er an neuer und heilsbringender Erkenntnis gewonnen hat, möchte er als Christ der Tat weitergeben. So betreibt auch er einen eigenen YouTube-Kanal und sieht sich der Öffentlichkeitsarbeit mehr als verpflichtet. In seinen Vorträgen, die man als eine Mischung aus Predigt und Aufklärung verstehen kann, gibt er von dem weiter, was ihm an Erkenntnis geschenkt wurde. Ich freue mich deshalb, ihn hier einmal vorstellen zu können, weil ich das, was er von sich gibt, für wichtig und wertvoll erachte. Hallo meine lieben Freunde, ich bin hier in Ahrweiler. Ich habe hier den Timo Hoffmann besucht. Es war mir ein Anliegen und ein Herzensbedürfnis. Auf den Timo Hoffmann bin ich gestoßen. Naja, ich habe abends mal in YouTube nach neuen Videos von Professor Dr. Walter Veit gesucht und bin dann nicht sofort fündig geworden und bin dann auf deine Videos gestoßen, die mir sehr gefallen haben. Und ich habe dann mal in die verschiedensten Videos reingeschaut. Es sind jetzt, glaube ich, 65 Videos. Seit heute 66. Heute 66. Ne, ist auch eine schlimme Zahl. Ne? Ja, müssen wir schnell mehr machen. Keine 6.000 noch dahinter. So, und dann, was ich noch gesehen habe, du hast 5 Videos für Kinder gemacht. Mhm. Über vegane Ernährung, gesunde Ernährung. Mhm. Wir sind hier in einem veganen, ja, wie sagt man, Bio? Ja, es ist ein veganer Bioladen tatsächlich. Veganer Bioladen. Mhm. Ich werde mal gleich im Anschluss daran so einen kleinen Schwenk machen, damit man weiß, wie man sich das vorzustellen hat. Und wirst du da noch mehr machen in Richtung vegane Ernährung, also Videoproduktion? Mhm. Ja? Ja, ich habe jetzt einige Serien darüber gemacht, ja. Nicht nur halt über Kinder, sondern im Allgemeinen. Weil ich davon überzeugt bin, einfach nach dem Prinzip, wo der Paulus sagt, in 1. Korinther 10, Vers 31, dass ob wir nun essen oder trinken oder was wir auch tun, mhm. dass wir alles zu Gottes Ehre machen sollen. Ja. Und der Paulus schreibt auch selber darüber, dass er seinen Leib quasi gezähmt hat, damit er nicht anderen predigt und dann verwerflich wird. Also ich glaube, der Paulus war eigentlich auch ein Gesundheitsreformer schon gewesen. Und ich glaube, dass die Bibel eigentlich echt das beste Gesundheitsbuch eigentlich ist, was wir finden können. Mhm. Ich habe selber, bin ich vor 8 Jahren, als ich wieder zum Glauben gekommen bin,
habe ich die Entscheidung getroffen, rein pflanzlich zu leben. Das kam dadurch, weil ich mir einfach Prinzipien in der Bibel angeschaut habe. Mhm. Gesehen habe, wie Gott am Anfang, der ursprüngliche Plan war, wie Gott am Anfang Adam und Eva rein pflanzliche Ernährung gegeben hat. Ne? Stimmt eigentlich. Was ist mit Leuten, die sagen, naja, das betrifft eigentlich nur das Alte Testament, das ist für uns nicht gültig? Mhm. Ja gut, die Frage, das ist sowieso... Also meine wichtigste Frage, ich habe mir die mal aufgeschrieben, weil ich die für sehr wichtig halte, diese vegane Ernährung, ist das für dich ein Muss oder eine Empfehlung? Also für mich ist es ein Segen. Ja. Ich möchte so darauf antworten. Also seit ich jetzt seit 8 Jahren mich umgestellt habe, für mich bedeutet vegan noch mehr jetzt, wie die Welt das eigentlich macht. Für mich bedeutet... Ich sage es eigentlich lieber mehr biblisch ernähren. Mhm. Ich sage zwar auch natürlich manchmal auch vegan, weil das halt so man kennt. Ja. Aber mir geht es eigentlich viel mehr darum, oder was ich denke, was die Bibel uns eigentlich aufzeigt, ist, dass sie uns ein gutes Prinzip von Mäßigkeit mitgibt. Also im Sinne von, heute sagen die Leute ja oft, okay, in allem mäßig sein, dann ist gut. Aber ich glaube, wahre Mäßigkeit bedeutet, dass ich in den guten Dingen mäßig bin und alles Schlechte wirklich weglasse. Mhm. Weil der Punkt ist einfach, ich glaube nicht, und da sage ich auch immer wieder in meinen Gesundheitsvorträgen, dass meine Ernährung oder zum gesunden Lebensstil gehört ja mehr wie das Essen, ne? Bewegung, Sonnenschein, Schlafen, all die Dinge. Das Wichtigste natürlich für Gottvertrauen. Aber all diese Dinge an sich erlösen mich nicht. Es ist nicht so, weil ich jetzt die Sojamilch dort trinke oder das Sojaschnitzel esse, dass ich deshalb jetzt gerechter bin vor Gott. Ja. Ich glaube aber, dass es in meiner Beziehung zu Gott einen entscheidenden Unterschied macht, wie ich Dinge wahrnehme, ne? Wie ich meine Bibel verstehe. Ich nenne dir jetzt mal ein Extrembeispiel. Das wäre, wenn ich jetzt 2, 3 Bier trinke, dann wird es mir nicht so einfach mehr sein, meine Bibel zu lesen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel abends spät esse, ich nehme jetzt ein einfacheres Beispiel, und dann kann es sein, dass ich zum Beispiel einen unruhigeren Schlaf habe, zum Beispiel wenn morgens nicht so gut aus dem Bett komme und mir wirklich die Zeit zu nehmen, die eigentlich wichtig ist, gerade am Morgen mit Gott quasi Zeit zu verbringen, im Gebet und im Bibelstudium. Und ich sehe also eine enge Verbindung zwischen unserer körperlichen und geistigen Gesundheit. Ja. Verstehst du? Ja. Weil auf der anderen Seite sehe ich aber auch ganz deutlich, dass wirklich, da bin ich von überzeugt, dass schlechte Lebensstilentscheidungen dazu führen können, dass meine Beziehung zu Christus leidet und ich dadurch falsche Entscheidungen treffen kann, die tatsächlich so schlimm sein können, dass meine Beziehung so leidet, dass ich nachher Christus an irgendeinem Punkt zweifle oder verleugne. Mhm. Das glaube ich schon. Ne? Mhm. Also wie gesagt, auf der einen Seite, es erlöst mich nicht, aber es hilft halt quasi in meiner Beziehung auch diesen Status zu halten, dass du in dieser Gerechtigkeit mit Christus bleibst. Ja. Ja? Das ist so mein Punkt. Und abgesehen davon, ich sag immer, ich habe jetzt 6 Jahre lang, die ersten 6 Jahre super vegan gelebt. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich meine Frau kennengelernt, die Gott sehr gesegnet hat in ihrer veganen Küche. Und seit den letzten 2 Jahren lebe ich, wie soll ich sagen, noch gesegneter mit dieser Ernährung. Es ist wirklich, ich will gar nicht mehr zurück. Also ich bin einfach nur dankbar. Ich sehe nur Positives da drin. Ja. Ja. Na, es gibt ja viele, für die ist Veganismus so eine Art Ersatzreligion. Gibt es, ja. Und da merke ich dann immer, das geht in eine falsche Richtung. Mhm. Aber wenn das zur Vervollkommnung dienlich ist und du das so verstehst, finde ich das sehr schön. Ja. Ja, also ich bin jetzt nicht jemand, der vegan politisch aktiv ist oder sowas. Ja. Da halte ich mich halt von fern. Wenn ich bei jemandem nach Hause komme und der hat eine Ledercouch dort, dann setze ich mich auch auf die Couch drauf. Also ich, das ist, glaube ich, kein echtes Leder. Aber das verstehe ich meinen Punkt. Ja, natürlich. Genau. Ja. Und bevor ich mich mit dem Timo weiter unterhalte, machen wir mal einen kleinen Schwenk durch den Laden. Also ganz ehrlich, ich bin vorher noch nie in einem rein veganen Geschäft gewesen. Hat auch so eine mega, mega Church. Und er ist so ein sogenannter Prosperity Preacher, also so ein Wohlstandsprediger. Ja? Und wenn du dir die Predigten anhörst von ihm, es hat nie irgendjemand, er spricht nie Sünder. Und da sind tausende von Leuten, die angeblich ihr Leben Jesus geben. Und wenn ich aber, weißt du, nicht wirklich verstehe, Immer ne, lieben diese leckeren Sachen hier, sind alle vegan, sie sind nicht fleischlich. Man kann sich hier Filets braten, Lupinenburger, glutenfrei. Ganz ehrlich,
Ich würde das gerne mal alles probieren. Alles, was das Herz begehrt. Es gibt also wirklich nichts, auf was man verzichten müsste. Ja, ich habe mal hier draußen geschaut, über dem Geschäft hier prangt der Slogan oder der Schriftzug Manu. Was bedeutet das? Ja, wir wollen nicht rumraten, genauso wie beim Bibelstudium müssen wir nicht rumraten, sondern ich glaube, dass die Bibel uns immer Antwort gibt. Also das ist deine Kreation, ja? Das ist Gottes Kreation. Gottes Kreation? Ja, ich lese dir vor, warum. Okay. In 2. Mose Kapitel 16, das ist die Geschichte, wo Gott das erste Mal das Manna den Israeliten gibt. Ja, ja. Ja. Und in der Luther-Übersetzung ist es dort in 2. Mose Kapitel 16, lesen wir in Vers 15, aber ich fange mal schon im Kontext an, ab Vers 14. Ja. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste, rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das heißt also, Manhu bedeutet, eigentlich ist es ein hebräisches Wort, und die Israeliten haben sich gefragt, als sie das Manna da zum ersten Mal haben liegen sehen, haben sie sich gefragt, was ist das? Und das bedeutet Manhu, und ist eigentlich ein anderer Begriff für Manna. Und so haben wir auch den Namen gewählt für dieses Geschäft, weil es natürlich einmal auf rein pflanzlicher Basis halt basiert, was wir hier machen. Aber auf der anderen Seite diese Einladung, wie die Bibel auch sagt, zu schmecken und zu sehen, wie gut der Herr ist. Ja? Der Mose gab ja hier zur Antwort, das ist das, was Gott eigentlich für euch beabsichtigt hat. Ne? Wo Gott wusste jetzt zum Beispiel, sie waren ja auf dem Weg zum Berg Sinai, wo sie die Gebote bekommen sollten. Ja. Das ist auch interessant, dass wir in der Bibel immer wieder Ereignisse sehen, wo Gott quasi erst quasi eine Gesundheitsreform gebracht hat, bevor etwas Großes passiert ist, wo er das Volk quasi vorbereiten wollte, jetzt in diesem Fall, dass sie das Gesetz wirklich mit klarem Verstand aufnehmen können. Mhm. Ja? Das war auch jetzt, wo ich eben den Punkt schon mal drauf eingegangen bin. Ich glaube, bei dieser Gesundheitsreform, die Gott uns einfach gibt, die Gesundheitsprinzipien in der Bibel, ich glaube, dass der Kampf zwischen Gut und Böse eigentlich hier oben stattfindet, in dem Sinne, wie ich mich halt entscheide. Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass ich Gott durch einen gesunden Lebensstil besser die Möglichkeit gebe, dass er hier oben bei mir gewinnen kann. Stimmt. Ja. Ja. Deswegen ist der Aufruf Sehet und Schmecket sehr gut gewählt. Ja. Ja. Soweit zum veganen Leben. Und nun, meine Lieben, steigen wir tiefer in den Glauben ein. Ja, meine Lieben, wer den Timo Hoffmann kennt und seine Videos hier auf YouTube, der weiß, Timo Hoffmann ist überzeugter Adventist, genau gesagt siebenten Tags Adventist. Da möchte ich ihm doch hier mal die Frage stellen, warum bist du Adventist und, naja, warum würdest du es vielleicht auch anderen raten? Also ich bin Adventist geworden, ich war nicht immer von Haus aus Adventist. Bin aufgewachsen katholisch und war Messdiener früher gewesen und habe dann im Alter von ungefähr 16, 17 Jahren das erste Mal Kontakt bekommen, einfach selber mit der Bibel wirklich, angefangen darin zu lesen und studieren. Und da ist mir einfach erstmal vieles bewusst geworden, dass das, was ich quasi gelehrt bekommen habe in der Kirche, nicht mit dem übereinstimmt, was halt in der Bibel steht. Mhm. Eines der Dinge, die mir direkt einfach in die Augen gefallen sind, ist grundlegend waren die 10 Gebote, wo ich gesehen habe, das ist nicht schwierig herauszufinden, die katholische Kirche macht auch keinen großen Hehl draus, diese Gebote halt geändert wurden. Ja.
und nicht mehr dementsprechend sind, wie sie zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 20 aufgeführt sind. Sagst du mal ein ganz krasses Beispiel? Ja, also ich sage dir zwei konkrete Beispiele. Das eine ist, dass das zweite Gebot in der Bibel, was besagt, dass wir letztendlich zusammengefasst, was über die Götzenanbetung spricht, dass wir uns kein Bildnis machen sollen, das ist ein Gebot, was in dem katholischen Katechismus nicht zu finden ist. Mhm. Das wurde rausgestrichen und deshalb sehen wir auch in den katholischen Kirchen diese ganzen Verehrungen von Maria und Heiligen. Ja. Ja. Und natürlich, was haben sie jetzt gemacht? Es wären ja eigentlich nur noch 9 Gebote, wenn sie eins rausgestrichen hätten. Wenn du jetzt auf die Straße gegangen wärst, und ich glaube, jeder Hardcore-Atheist hätte wahrscheinlich gemerkt, wenn du zu ihm gesagt hättest, und, was hältst du von den 9 Geboten? Mhm. Hätte gesagt, Moment mal, es sind doch 10, oder? Ja. Ich glaube zwar nicht daran, aber sind es nicht 10? Und die katholische Kirche ist letztendlich hingegangen und hat das 10. Gebot, was sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Haus und so weiter, was einfach vom Begehren spricht und dann Beispiele aufzählt. Sie haben dieses 10. Gebot genommen und haben es aufgeteilt in 2 Gebote. Mhm. Das heißt, Gebot 2 ist weg, ist also weggestrichen, die anderen sind hochgerückt und dann haben sie das 10. aufgeteilt in 2 Gebote. Das andere, was sie gemacht haben, ist, dass sie das 4. Gebot, was vom Sabbat spricht, vom 7. Tag Sabbat, haben also der Ruhetag Gottes als besondere Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, auch als Vollendung der Schöpfung, was wir in 1. Mose Kapitel 2 sehen, ab Vers 1 bis 3, also etwas nicht, was den Juden gegeben wurde, sondern was Gott ganz am Anfang direkt quasi den ersten Menschen mitgegeben hat. Und Jesus sagt auch in Markus 2,27, dass der Sabbat für alle Menschen ist. Ne? Und die katholische Kirche ist halt auch hingegangen und hat durch die Hilfe des Staates letztendlich im Jahr 321 mit der Hilfe von Konstantin dem Großen, dem Kaiser, haben sie ein Parallel erstmal zum Sabbat, der eigentlich am 7. Tag, also am Samstag in der Bibel ist, sind sie hingegangen und haben parallel den Sonntag eingeführt, bis es so weit über die Jahre dann kam, dass nachher letztendlich die Menschen sogar gezwungen wurden, dass sie halt den Sonntag halten müssen und so weiter. Und wer sich einfach ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, sieht halt, dass dieser Sonntag eigentlich nichts weiter ist wie etwas, was aus dem Heidentum genommen wurde und für die katholische Kirche einfach halt, das sage ich jetzt nicht, um Menschen anzugreifen, einfach so, das ist einfach ein Fakt, dass sie halt hingegangen sind, haben viel einfach aus dem Heidentum genommen und haben sozusagen christianisiert. Und das war für mich einfach ein Punkt, wo ich dann gesagt habe damals, als ich das mit 17 das erste Mal erkannt habe, habe ich gesagt, das geht einfach nicht. Ne? Unabhängig jetzt von Adventismus oder sonst irgendwas, ich habe nur erstmal gedacht, das geht ja nicht. Wie kann ich hingehen und kann an den Geboten Gottes schrauben? Das ist eigentlich unerhört. Ne? Ja, meines Erachtens ist es sogar noch mehr als das. Yeah. Ja. Und der weitere Weg war für mich einfach, dass ich dann und ich sage es mal so, ich glaube, dass die Bibel sehr, sehr viele kostbare Wahrheiten hat. Mhm. Nicht nur viele, sondern dass es natürlich Gottes Wort ist und dass es Wahrheit ist, ne? Ja. Wie Johannes 17, Vers 17 sagt. Aber ich glaube, was für unsere heutige Zeit genauso wichtig ist, wie es immer in den Zeitaltern war, ist letztendlich gegenwärtige Wahrheit. Was ich damit meine ist, wenn du dir zum Beispiel die Zeit Noahs anschaust. Noah hat über 120 Jahre lang gepredigt, hatte eine Botschaft gehabt für die Menschen, kurz zusammengefasst, dass wenn sie, wie in allen Zeitaltern, letztendlich nicht umkehren, nicht Buße tun, da hat sie gewarnt gleichzeitig, da kommt eine Flut irgendwann. Ja? Die Leute haben sich lustig gemacht, hat noch nie geregnet. Und die gegenwärtige Wahrheit war aber, dass die Personen tatsächlich nachher quasi auf dieses Schiff mit mussten. Ne? Natürlich, das Erste, was geschehen musste, es war jetzt nicht die Tat, aufs Schiff zu gehen, es muss natürlich eine Bekehrung stattgefunden haben. Ne? Mhm. Und dann war natürlich der nächste Schritt, war einfach, dass sie aufs Schiff gegangen sind. Und ich glaube halt, dass Gott uns in unserer heutigen Zeit, ich glaube viele Christen, wenn ich noch gerade einen Schritt zurückgehen darf, ich glaube, dass viele Christen heute davon überzeugt sind, dass wir in der Endzeit leben. Ja? Ich denke auch. Ja. Ja. Matthäus 24, Dinge, die Jesus dort aufzählt. Ne? Nicht nur jetzt Naturkatastrophen, Kriege, Kriegsgeschrei und so weiter, Kriegsgerüchte, die wir da sehen. Viel Verführung, was stattfindet, auch im christlichen Gewand. Zum Beispiel, Paulus sagt erst in 2. Timotheus 3, Vers 5, sagt er, dass am Ende der Zeit, also erst einmal zählt er auf, dass die Menschen gottlos sein werden und geldgierig und den Eltern ungehorsam. Und dann sagt er eigentlich in Vers 5, sagt er dann am Ende, fasst das zusammen, dass die Menschen quasi eine Form der Frömmigkeit haben, aber die Kraft des Evangeliums eigentlich nicht kennen und diese verleugnen. Ne? Und diese Kraft des Evangeliums ist für mich einfach der Punkt, dass Jesus mir zeigt, dass ich letztendlich durch ihn, nicht durch meine Kraft, aber durch, wenn er in mir lebt,
dass er es bewirken kann, dass ich wirklich ohne Sünde leben kann. Mhm. Ja? Das ist für mich das wunderbare Versprechen des Evangeliums eigentlich. Frei zu sein halt von Sünde. Und jetzt habe ich ein bisschen lang ausgeholt, jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Ein bisschen viele Fenster aufgemacht. Ich glaube, wir waren jetzt am Punkt gewesen, warum ich Adventist geworden bin. Genau. Der Punkt war... Wir sind eigentlich beim Sonntag gewesen. Ah, wir waren beim Sonntag. Ja. Okay, alles klar. Um das nochmal aufzugreifen. Ja. Da waren wir erst. Was ist denn, wenn einer sagt, ist es doch scheißegal, ob ich jetzt nun die einen feiern am Sonntag, die anderen feiern am Samstag. Ja. Mittlerweile haben wir auch Leute in unserem Land zuhauf, die am Freitag feiern, Freitagabend. Ja. Lass die Leute doch. Ne? Genau. Ja? Ja. Was sagt man darauf? Ja, da komme ich wieder zu meinem Punkt. Gut, dass du mich nochmal unterbrochen hast. Jetzt habe ich den Faden wieder. Ich glaube halt, dass Gott für unsere heutige Zeit uns eine Botschaft gegeben hat. In Matthäus 24 sagt er dort in Vers 14, dass das Evangelium einmal am Ende, oder da fragen die Jünger, was wird das Zeichen sein, erzählt er dann so auf für das Ende der Zeit. Und da sagt er halt dann auch, dass das Evangelium, dieses Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird. Ja? Und ich glaube, dass die Bibel uns nur ein ewiges Evangelium aufzeigt. Mhm. Also das heißt, dass ich heute genauso unter den gleichen Voraussetzungen erlöst werde, wie ein Abraham damals zur Zeit des Alten Testamentes. Ja, dass es da keinen Unterschied gibt. Und wenn ich mir jetzt anschaue, das ist interessant, in Offenbarung Kapitel 15 glaube ich, dass Gott dieses ewige Evangelium, was in Matthäus 24 angesprochen wird, dass er uns dort dies zeigt. Ich fange mal gerade kurz an zu lesen. Ja. In Offenbarung 14, Vers 6 heißt es dort, und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Nur erstmal bis hierhin. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was er in Matthäus 24 sagt, dass dieses Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird. Ja. Und da wir, glaube ich, wir beide auch glauben, dass wir in dieser Endzeit leben, sehe ich, dass Gott für diese Zeit eine Botschaft gegeben hat. Und ich glaube auch, da können wir gleich noch drüber reden, dass Gott diese Botschaft einer Gruppe gegeben hat, die gekennzeichnet ist in der Bibel, dass diese Gruppe diese Botschaft am Ende der Zeit verkündigt. Und diese Botschaft beinhaltet, das sind eigentlich drei Engelsbotschaften. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit, das können die Leute sich dann in meinen Videos anschauen im Detail. Aber diese Botschaft... Ich werde das unten alles verlinken in der Videobeschreibung. Ja. Aber diese Botschaft beinhaltet unter anderem erstmal den Aufruf dieses ersten Engels, das können wir mal gerade noch kurz lesen, da sagt er, und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquelle. Mhm. Da steckt jetzt einiges drin, aber nur gerade kurz, Gott zeigt uns, dass wir ihn fürchten, ihn ehren sollen, dass wir eigentlich zurückkommen sollen zum ewigen Evangelium, zum wahren Verständnis des Evangeliums. Ja. Weil es ist interessant, der Paulus schreibt im Galater Kapitel 1, da sagt er den Galatern, schaut mal, ihr habt ein anderes Evangelium empfangen. Es ist nicht mehr das Evangelium, was ich euch gebracht habe. Sieht aus wie ein Evangelium, ja? Es ist aber nicht das wahre Evangelium. Und er sagt sogar mit sehr scharfen Worten, sagt der Paulus, wenn ein anderer kommt, selbst ein Engel vom Himmel, und predigt euch ein anderes Evangelium, wie das, was ich euch gebracht habe, der sei verflucht. Ja. Ne? Ja, ja. Also es ist schon ein ernstes Thema, wo Gott uns sagt, wir müssen das Evangelium richtig verstehen und auch richtig natürlich leben erstmal selber und weitergeben, ne? Wie der Mensch wirklich erlöst wird. Weil da ist nämlich der Punkt, wo ich sehe, dass die katholische Kirche sich letztendlich auf zwei Klassen von Menschen eingestellt hat. Einmal, dass sie die eine Gruppe abholt, die quasi durch ihre Werke gerettet werden wollen, und die andere Gruppe, die quasi in ihren Sünden gerettet werden wollen. Ja, richtig. Ja? Ja. Aber zurückzukommen zum Punkt, es heißt halt hier in dieser ersten Botschaft dieses Engels, die ich glaube, gegeben ist für am Ende der Zeit. Ja, ich kann es jetzt nicht alles ausführen, aber wie gesagt, die Leute können es sich anschauen in den Videos. Und dort spricht es auch davon, dass die Stunde seines Gerichts begonnen hat. Das heißt also, Gott hat einen Zeitpunkt, es gibt auch eine andere Stelle, wo der Paulus und auch Jesus selber sagt, dass es ein Zeitpunkt kommt, wo die Erde gerichtet wird. Ich glaube, dass Jesus auf Grundlage, ich erwähne das jetzt nur, von Daniel 8, Vers 14 und Daniel 9, Vers 24 bis 27, Gott quasi einen Zeitpunkt uns zeigt, wo er im Himmel tatsächlich, wo wir sagen können, berechnen können, dass Gott angefangen hat mit diesem Gericht. Erst an den Toten und dann irgendwann geht er über zu den Lebenden. Und in dieser Verkündigung heißt es auch des ersten Engels, dass Gott quasi aufruft, den anzubeten, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wenn du das hörst, jetzt frage ich dich mal, erinnert dich das an irgendetwas?
wenn du liest, wir sollen den anbeten, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wer wird das sein? Jesus Christus. Jesus Christus. Als? Das ist der Erlöser, als Gott. Ja. Und wenn es spezifisch davon spricht, dass der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Schöpfer. Genau. Natürlich. Ja. Als Schöpfer. Ne? Und wenn ich jetzt an die Schöpfung denke, dann erinnert mich das jetzt erstmal, was wir eben hatten, 1. Mose Kapitel 2, Vers 1 bis 3, wo Gott die Schöpfungswoche abgeschlossen hat mit dem 7. Tag Sabbat. Mhm, und auch im 4. Gebot, in 2. Mose 20, wo es dort heißt, wo es über den Sabbat spricht, dass Gott quasi der Schöpfer ist von allem. Mhm, ja? Also es gibt mir einen Hinweis darauf, auch wieder quasi zurück zum Sabbat. Ja. Wir haben jetzt, wie gesagt, nicht die Zeit dafür, das könnten wir jetzt ein ganzes Studium darüber machen. Ja, ich war schon... Ne? Ich glaube auch, langläuft, ja. Ich erwähne es nur mal, ich glaube auch, dass Offenbarung 11 sogar zeigt, dass es einen Zeitpunkt geben wird, nämlich dann, wenn das Gericht beginnt, wo alle 10 Gebote wieder sichtbar werden. Ja. Das ist deshalb wichtig, weil ich möchte erstmal grundlegend sagen, bevor ich jetzt gleich das jetzt abschließe hier mit den zwei letzten Botschaften, ich bin fest davon überzeugt, dass mich mein Sabbat halten oder mein Sonntag halten, wenn ich nach, sagen wir mal, jemand, der in der katholischen Kirche ist, der wirklich von dem Licht, was er hat, von seiner Überzeugung Gott her anbetet, ich glaube, dass Gott diesen Menschen erlösen wird. Mhm. Ja? Ich glaube nicht, dass du verloren bist, weil diese Person jetzt den Sonntag hält. Ja, okay. Der Unterschied ist aber folgender, und dann kommen wir jetzt zu den anderen zwei Botschaften. Wenn du davon weißt, ne? Ja. Und es nicht tust. Ja, das ist das eine, genau, weil auf der anderen Seite, die Gebote sind ja Versprechen. Ja. Ne? Die Gebote sind ja nicht, dass Gott sagt, ich will jetzt, dass du den Sabbat hältst oder ich will jetzt, dass du nicht mordest. Ne? Die Gebote sind ja immer etwas, was Gott sagt, du kannst nichts tun, aber ich möchte das gern in dir bewirken, dass du die Gebote hältst, weil du mich liebst. Ja. Ne? Ich möchte dein Herz beschneiden, dass du mich liebst und die Gebote hältst. Und der Sabbat ist halt einfach gerade etwas, denke ich, was gerade diese Beziehung zu Gott besonders halt aufzeigt. Ja? Und jetzt ist es aber so, dass in dieser Verkündigung, wo die Menschen aufgerufen werden, wieder zum ewigen Evangelium hinzukommen, heißt es nun in den folgenden Versen, wenn ich gerade kurz lesen darf, ab Vers 8 kommt nun, Offenbarung 14, Vers 8, kommt nun die zweite Engelsbotschaft. Das heißt es, und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Ich glaube, dass dieses Babylon, was hier angesprochen wird, letztendlich übertragbar ist auf heute, auf die römisch-katholische Kirche. Ja? Ich denke, dass es... Da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Ja. Ja, es ist interessant. Es ist etwas nicht, was Adventisten irgendwie mit aufkamen vor ein paar Jahrzehnten, sondern was die ganzen Reformatoren schon lange gelehrt und geglaubt haben. Was total verloren gegangen ist. Ja, es ist sehr verloren gegangen. Also genau. Die evangelische Kirche besinnt sich da nicht mehr wieder drauf zurück. Der Zug ist abgefahren. Ja. Heute sehen wir halt durch, das ist wahrscheinlich nachher noch ein Punkt, durch die Ökumene und alles das. Ne? Durch Ökumene natürlich, das ist alles verschwommen gegen die Wand. Ja. Ja. Und das nur mal kurz festzuhalten, und dann heißt es in Vers 9, und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet, dieses Tier wird auch erwähnt in Offenbarung 13, und sein Bild finden wir auch in Offenbarung 13, und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder in seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Das heißt, ich sehe in dieser Verkündigung dieses ewigen Evangeliums, wo ich glaube, dass das die letzte Liebesbotschaft ist, aber auch gleichzeitig die letzte Warnungsbotschaft an diese Welt ist, dass Gott sagt, kommt wieder hin zur wahren Anbetung, ja? Einschließlich auch, dass wir alle Gebote wieder ernst nehmen, ne? Und dass Gott uns aber gleichzeitig auch quasi die andere Seite aufzeigt, wo dieser Betrug stattfindet. Ja? Wo es hier von Babylon spricht, dass das erste Tier, was ich auch verstehe aus Offenbarung 13, das erste Meertier als die römisch-katholische Kirche, dass sie hingehen wird mit einer, ich fasse das jetzt nur kurz zusammen, mit einer Verbindung von Staat und Kirche durch abgefallene protestantische Kirche in Amerika, dass sie die Hilfe holen werden vom Staat, das zeige ich auch in meinen Vorträgen, und sie letztendlich durch diese Verbindung hingehen werden und werden die Menschen wieder zwingen, und zwar ein Zeichen anzunehmen. Viele Christen heute glauben, dass dieses Zeichen zum Beispiel ein Zeichen ist, weil es in Offenbarung 13 steht, was an die Stirn oder in die Hand gegeben wird. Wenn wir uns Mose... Ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht, ist noch gar nicht lange her. Ja. Ich glaube, das vorletzte oder drittletzte.
Und ich habe wieder eine ganz andere Theorie. Okay. Ja. Mein Verständnis ist folgendes: Wenn wir uns anschauen, was ein Zeichen in der Bibel ist, glaube ich, dass es nicht darum geht, dass mir einer etwas hier einpflanzt oder hier. Weil ich glaube, weißt du, das kann ja immer einer durch Zwang tun, aber das kann ja nicht sein, wenn einer durch Zwang mir etwas hier reinpflanzt, dass ich deshalb vor Gott verloren bin. Richtig, ja. Ich glaube halt, wie Offenbarung 13 davon spricht, dass es um Anbetung geht. Mhm. Nun, was ist von Babylon verändert worden? In Daniel 7, Vers 25 sehen wir dort ein kleines Horn, was dort beschrieben wird, was auch die Reformatoren verstanden haben als das Papsttum. Ja. Und dieses kleine Horn wird gesagt in Daniel 7, Vers 25, dass es hingehen wird und wird Zeiten und Gesetze ändern. Das ist interessant, der Sabbat ist das einzige Gebot, was mit Zeit und Gesetz zu tun hat. Ja? Mhm. Und wir wissen halt, wie gesagt, es ist nicht schwierig, das herauszufinden, dass die katholische Kirche das geändert hat und viele protestantische Kirchen sich da quasi eingereiht haben, ne? In dieser Anbetung halt am Sonntag. Der Punkt ist aber jetzt, dass die Bibel sagt, es kommt zu einem Zeitpunkt, wenn, Offenbarung 13 spricht davon, wenn das Bild des Tieres aufgerichtet wird, was ich verstehe als eine Vereinigung wieder von Kirche und Staat, was wir im Mittelalter schon mal hatten, was bedeutet, dass die Kirche über den Staat regiert. Ja, das haben wir ja über 1260 Jahre lang gehabt, hat die römische katholische Kirche über den Staat regiert. Ja. Und die Bibel sagt mir, nach meinem Verständnis her, dass das wieder kommen wird. Ja, ja. Und wenn das kommt, sagt die Bibel, werden sie als nächstes hingehen und werden dieses Mahlzeichen des Tieres aufrichten, was ich glaube, eine erzwungene Anbetung am Sonntag sein wird. Sonntagsgesetze. Und genau, Sonntagsgesetze. Mhm. Und dann, sagt die Bibel, mir wird es nur noch zwei Gruppen geben. Mhm. Das heißt, dann wird es wirklich zu einem Test, nicht im Sinne von, und das ist mir jetzt ganz wichtig, ich kann heute als Adventist den Sabbat halten, kann in die Gemeinde gehen am Samstag, kann aber, wenn diese Sonntagsgesetze kommen, bitterlich Jesus verleugnen und weglaufen. Ja? Wie der Petrus zum Beispiel. Mhm, ne? Ich kann jetzt etwas bekennen, aber wenn ich die Verbindung mit Christus nicht habe, wie Hebräer 4 auch uns dieses Bild vom Sabbat gibt, wo es heißt, dass wir quasi in Jesus ruhen, dass wir ruhen von unseren eigenen Werken, also dass wir davon ruhen, uns selber zu erlösen, sondern ganz Gott vertrauen für meine Erlösung. Ja. Ja? Und ich glaube, dass das Voraussetzung sein muss. Das heißt, ich bin davon überzeugt persönlich, dass sogar viele, selbst von meiner eigenen Gemeinde, wenn diese Zeit kommen wird und dieser Test kommt, wo Gott dann zeigt, wo steht jeder Mensch, wo es dann wirklich, dann ab dem Zeitpunkt wird es wirklich eine Erlösungsfrage werden. Aber ich sage da gleich noch was zu. Aber wir fahren jetzt nicht zu verlieren. Ich glaube, dass dass sogar viele von unserer Gemeinde, und Gott habe Gnade mit mir selber, ich möchte nicht dazugehören, sondern ich möchte Gott treu bleiben in dieser Zeit, dass viele aus unserer Gemeinde, obwohl sie diese Erkenntnis haben, Gott verleugnen werden an diesem Punkt. Weil die Bibel sagt nämlich, dass wenn dieses Mahlzeichen des Tieres kommt, wird die wahren Gläubigen werden komplett von der Gesellschaft abgeschnitten. Sie werden nicht mehr kaufen oder verkaufen dürfen. Ne? Das ist in Offenbarung 13, Vers 16. Und das heißt, auf der anderen Seite glaube ich, dass Gott, Jesus sagt in Johannes 10, dass er sehr viele Schafe hat überall. Ne? Ich glaube, wie zum Beispiel, sagen wir mal du, ja, bist jetzt nicht in der Gemeinde, wo ich bin, aber ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen, der wirklich Gott treu ist, nach der Erkenntnis, die er jetzt hat, wenn diese Zeit kommt, aber auch jetzt schon, vorher, aber gerade wenn diese Zeit natürlich kommt, sich das dann wirklich erfüllt vor unseren Augen und dieser Ruf noch krasser nach draußen geht, noch lauter geht, ne, nach draußen, diese dreifache Engelsbotschaft, dass sehr viele Menschen, egal wo sie jetzt stehen, ja, dass sie keine Kirchenverbindung, keine Familienverbindung mehr hält, sondern dass sie ganz allein Gott nachfolgen werden und dass sie letztendlich auch als Folge dessen auch den Sabbat auch wieder annehmen werden. Ja. Alle Gebote. Es ist nicht allein der Sabbat. Ja? Und dahingehend, da habe ich viel erzählt. Ich habe gerade so überlegt, sollte es wirklich das sein, was du sagst, eben halt, das mit den Sonntagsgesetzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass von einem auf den anderen Tag es eine Menge mehr Adventisten plötzlich geben könnte. Ja. Wobei also, ich auch, Entschuldigung. Ne? Ja. Während wieder andere, die eigentlich damit groß geworden sind, aufgewachsen sind und die Dinge wissen, es im entscheidenden Moment dann vielleicht doch nicht durchziehen können. Ja. Ich glaube halt, wie gesagt, jetzt nicht, dass die Leute jetzt dann hingehen und tragen sich in der Bandgemeinde ein, dass sie ein Buch stellen. Ja. Das meine ich nicht, sondern ich glaube vielmehr, ich möchte gerade kurz zwei Stellen vorlesen, am Ende
dieser dreifachen Engelsbotschaft heißt es dann in Vers 12, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesus haben. Also das finde ich interessant, und in Offenbarung 12, Vers 17 finden wir quasi das gleiche wieder, ein bisschen anders ausgedrückt, dort heißt es, und der Drache, welcher der Teufel ist nach Offenbarung 12, wurde zornig über die Frau, was in der Prophetiesprache eine Gottesgemeinde ist, und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, also von Gottesgemeinde. Jetzt ist wieder gekennzeichnet, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Also es wird schon gezeigt, dass am Ende der Zeit Gott quasi ein Volk haben wird, was wieder die Gebote Gottes halten wird. Ja. Nicht durch eigene Kraft, sondern dass Jesus als ihre Gerechtigkeit in ihnen wirkt. Ja. Die aber dadurch auch gekennzeichnet sind, dass sie dieses Zeugnis Jesu haben und wie Offenbarung 14, Vers 12 sagt, dass sie den Glauben Jesus haben. Ne? Und weißt du, obwohl die Bibel sagt, dass das eine Zeit sein wird, Daniel 12, Vers 1, die so schlimm sein wird wie nie auf Erden, ja, also es kommt wirklich was Heftiges auf uns zu. Deshalb möchte Gott auch, dass wir wirklich ernst machen mit ihm. Ne? Ich freue mich trotzdem auf diese Zeit. Natürlich einmal, weil ich das bestätigt sehe, weil ich weiß, Jesus kommt bald. Aber auf der anderen Seite, ich bin, weißt du, so froh, weil ich sehe in der Christenheit, überall, auch bei uns, es ist teilweise so eine Verwirrung da. Ja? Viele Lehren, ja, die da reinkommen von links und rechts. Und ich freue mich einfach auf die Zeit, weil ich weiß, dass Gottes Volk dann wirklich die sein werden, die gekennzeichnet sind dadurch, dass sie Gottes Gebote halten und den Glauben Jesus haben. Ja. Und das heißt, dahingehend kann ich auch dann die Menschen als meine Brüder und Schwestern halt ansehen. Ja, verstehe ich. Ja. Ja, und das ist halt das, der Punkt vielleicht, was mich dazu bewegt hat, auch Siebenten-Tags-Adventist zu werden, weil ich glaube, dass diese Art, das war jetzt nur, wie gesagt, obwohl ich jetzt viel geredet habe, war es aber tatsächlich nur kurz eigentlich angerissen. Das war alles doch bestens, sehr informativ. Aber ja, ich glaube, achso. Ich wollte dich nämlich auch gefragt haben, warum sollte ich jetzt Adventist werden? Ja. Ja? Warum ist das die beste Entscheidung meines Lebens in deinen Augen? Da wollte ich mal erfahren, was du denn halt so sagst, und da war das, was du jetzt vorangegangen gesagt hast, sehr informativ und einleuchtend für mich. Also mein Punkt ist erstmal, dass ich glaube, dass wir, oder mein Ziel ist jetzt nicht, den Menschen zum Adventisten zu machen in erster Linie. Ich kann sowieso niemand was machen, das muss der Heilige Geist tun, ich kann mich nur gebrauchen lassen. Aber ich glaube, dass das erste Ziel sein sollte, dass ein Mensch immer zu Christus geführt werden muss. Immer. Ja? Ich glaube, wenn ein Mensch wirklich diese Liebe Gottes versteht und das Kreuz wirklich im Mittelpunkt hat und das versteht, dann sind auch alle anderen Dinge, die da kommen, ja, wenn wir nachher über Standards reden, wie welche Musik höre ich mir an, wie lebe ich, was esse ich, all diese Dinge, ist es jetzt noch richtig, keine Ahnung, ins Kino zu gehen oder nicht, und weißt du, so Fragen, die man sich dann halt anfängt natürlich zu stellen, dann glaube ich einfach, dass wenn ein Mensch dort ernsthaft ist mit Christus und wirklich bekehrt ist, dass wenn diese Grundlage geschaffen ist, dass der Mensch einfach wirklich gesunde Schritte im Glauben macht. Und für mich ist es halt so, kann es jetzt nicht so lange ausführen, aber ich glaube halt, dass diese Botschaft, dieses ewigen Evangeliums, was in der ganzen Welt gepredigt wird, gerade diese Botschaft von Offenbarung 14, die Botschaft ist letztendlich am Ende der Zeit, die Gott letztendlich einer Gruppe gegeben hat von Menschen, wie ich glaube, dass es halt die Siebenten-Tags-Adventisten sind, die diese Botschaft verkündigen. Aber ganz deutlich möchte ich auch dazu betonen, das heißt nicht, dass ich zum Beispiel als Siebenten-Tags-Adventist heiliger bin oder besser bin oder gerechter bin als irgendein anderer Mensch oder Christ. Ja. Ja? Nee. Das macht mich nicht besser oder sowas, sondern es gibt mir eigentlich noch mehr eine Verantwortung. Aber ich sehe deshalb, weil diese Botschaft dort da ist und ich höre sie auch nirgendwo anders gepredigt. Mhm. Ja? Ich bin halt überzeugt, dass das die letzte Liebes- und Warnungsbotschaft an die Welt ist, dass das der Fokus sein sollte mit allem, was da drum dazugehört. Weil es ist jetzt, und deshalb ist mein Punkt, warum ich halt mich entschlossen habe, dass ich sage, ich möchte dieser Gemeinschaft angehören. Und obwohl es auch, muss man auch ehrlich sagen, natürlich auch wie überall einfach Probleme gibt. Ne? Der Teufel ist überall am Wüten. Aber deshalb stelle ich den Menschen das einfach frei. Weißt du, ich würde jetzt dich, wenn ich jetzt mit dir Bibelstunden machen würde, würde ich dir einfach zeigen, was ich glaube, was die Bibel lehrt.
und würde dir das halt offen stehen lassen. Ja, ja? Ja. Was du letztendlich nachher, klar, habe ich die Überzeugung, dass die Adventgemeinde halt die Gemeinde ist, die diese Botschaft für diese Zeit halt hat. Ne? Und die Menschen, wie Offenbarung 18, Vers 4 sagt, herausruft aus Babylon. Ja? Haben wir eben noch gar nicht drüber geredet. Aber ich glaube, der gesunde Schritt wird sein, dass der Mensch sich letztendlich, wenn er sich für Christus entscheidet, dass Gott ihn auch in die Gemeinde führen wird. Mhm. Ja. Wir werden ja am Ende der Zeit, oder das Ganze entwickelt sich ja dahin, diese eine Weltreligion haben, neben der einen Weltregierung. Bisher haben sich die Adventisten da immer von freigestrampelt, mochten das nicht, wollten das nicht. Und ich meine, bei Professor Dr. Walter Veits Vortrag gehört zu haben, dass er da von irgendwelchen Stellen spricht, die da schon diese Entwicklung begünstigen. In unserer Gemeinde, meinst du jetzt, ja. Ist das so? Ja. Ja. Also es gibt einzelne Brüder und Geschwister, die der Ökumene positiv eingestellt sind. Mhm, und ich sage dir auch ganz ehrlich, ohne die Brüder und Schwester dort anzugreifen, ich glaube, dass das falsch ist. Ja. Ich glaube nicht, dass wir als, überhaupt, ob du jetzt Siebenten-Tags-Adventist bist oder Baptist oder sonst irgendwas, oder neuapostolisch, ja, ich glaube nicht, dass wir in diesem Ökumene-Brei mitmachen sollten, sondern uns ganz klar davon trennen. Wenn ich mir Nehemia anschaue, ja, in der Bibel, ich fasse es nur kurz zusammen, er hat quasi gesagt, ich habe da keine, ich sage es mal ein bisschen lapidar, ich habe da keine Zeit für. Ja. Da kamen die anderen Völker an, die hier rumliegen, denn, und haben gesagt, komm, wir beten noch den gleichen Gott an wie du. Und Nehemia hat ganz klar gesagt, nein. Ja, ihr betet nicht den gleichen Gott an, den wir anbeten. Mhm. Und ich glaube, dass die Ökumene ein Weg ist, den die Bibel uns auch aufzeigt, eigentlich Offenbarung 13 und 14 und Offenbarung 17 und 18 auch, der dazu hinführen wird, wie du auch gerade erwähnt hast, zu dieser einen Einheitsreligion, Weltreligion. Ja? Wo ich glaube, dass das Papsttum die Absicht hat, die Menschen letztendlich darunter zu vereinen. Ja? Dass das Papsttum letztendlich wieder die führende Macht wird in dieser Welt. Das ist das, was die Bibel, was ich glaube, lehrt. Ja? Ja. Und dahingehend kann ich nur sagen, dass wenn jemand auch in unserer Gemeinde die Ökumene befürwortet, dann kann ich mit diesem Bruder und mit dieser Schwester dem nicht zustimmen. Ja? Sondern ich glaube, dass wir uns ganz klar davon trennen sollten. Aber man muss ja, ist etwas, was Adventisten auch manchmal dann vorgeworfen wird und Menschen sagen, ja, nee, guck dir an, diese Gemeinde ist ja auch schon unterwandert und so weiter. Ne? Mhm. Und der Punkt ist aber folgender. Erstmal glaube ich, dass es in erster Linie erstmal um die Botschaft geht. Und da haben wir jetzt gerade eben ja ein bisschen drüber gesprochen. Was jeder für sich halt studieren und prüfen kann. Und der andere Punkt ist halt, Paulus hat ganz deutlich gesagt, dass wenn er weggehen wird, dass reißende Wölfe kommen werden. Ne? Und es ist halt so, wenn wir eben nochmal den Text schauen, in Offenbarung 12, Vers 17, ist gesagt, dass gegen diese Übrigen, die da Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben, dass der Drache genau gegen diese Gemeinde quasi, ja, gegen diese Übrigen, dass er zornig wird und kämpft gegen diese. Nee. Ja? Und daher wundert es mich nicht, wenn ich sehe, dass der Satan überall am Wüten ist, dann ist, wundert es mich nicht, dass er auch in unserer Gemeinde am Wüten ist. Und dort auch quasi Geschwister sind. Ob sie jetzt die ehrliche Überzeugung haben, das kann ja sein, das beurteile ich jetzt nicht. Aber dennoch denke ich, dass es halt falsch ist. Ja, richtig. Ja? Und dass man sich ganz klar davon distanzieren sollte. Ich denke das auch, aber die Sache ist ja die, es gibt ja viele, die schauen und blicken das gar nicht. Haben ein ganz anderes Bild, worauf das hinausführt. Mhm. Und die finden das in erster Linie immer schön. Ne? Mhm. Man findet zusammen, ist doch wunderbar. Ne? Ja. Ja. Das sieht auch nach außen halt schön aus. Ne? Erstmal die Frage ist halt nur, warum? Nur, also, was ist dann, wenn Leute dann, sagen wir mal die Evangelien, dann, alle wie die Katholen, die finden alle zusammen und dann gibt es auch welche, die dann am Freitag in die Moschee gehen und sagen, jetzt müssen wir aber auch dazugehören dürfen. Dann darf man ja nicht Nein sagen, oder? Ja, dann müssen sie dann auch zugelassen werden. Eben. Ja. Ja. Ja, der Punkt ist halt immer wieder, Jesus hat gesagt, dass wir wahrhaftig seine Jünger sind, wenn wir an seinem Wort bleiben. Mhm. Und natürlich, dass wir daran erkannt werden, dass wir halt Liebe untereinander haben. Ja. Und dass die Wahrheit letztendlich uns halt nur frei macht. Ne? Dass er uns aber in alle Wahrheit führen will. Das ist ja das Schöne. Das glaube ich auch, dass jeder Mensch, der aufrichtig und demütig für Gott wandelt, dass Gott ihn halt in wirklich in alle Wahrheit führt. Ne? Und da ist halt der Punkt, wo ich sehe mit der Ökumene, dass es
erstmal, da habe ich aber auch Vorträge drüber gemacht, die kann man sich anschauen, nicht auf eine Einheit basiert, die biblisch ist, sondern dazu auch halt, dass es das, was sich nach außen so gut anhört, wenn man sich aber anschaut, dass Luther sich zum Beispiel jetzt getrennt hat, halt wegen der Lehre. Ja? Das ist etwas, was in der Ökumene heute gar nicht mehr besprochen wird. Das ist halt der Punkt. Ja? Deshalb, warum bin ich aus der katholischen Kirche ausgetreten? Weil ich sehe, dass die Bibel etwas anderes lehrt, was die katholische Kirche lehrt. Ja? Ich habe da auch immer so meine Probleme mit. Da wird ja dann auch immer sich aufgeregt. Ich meine, das künstliche Aufhören. Dann über Luther und die Juden. Mhm. Wie hieß das Buch noch? Ich meine, der hat doch den Talmud studiert. Ja. Er hat sich doch damit auseinandergesetzt. Er wusste doch, was da drin steht. Ja. Hast du da mal reingeschaut, welche Rolle Jesus da spielt? Ja. Der sein Scheiße badet und ja, solche Sachen. Ich meine, in dem Moment weißt du sofort Bescheid, was mit dem Judentum los ist. Mhm. Ja, das Problem, wolltest du jetzt auf Luther hinaus oder auf die Juden hinaus? Auf das jetzt, dass man sich also von Luther distanziert. Ach so, ja. Weil er die Wahrheit gesagt hat, weil es heute nicht mehr schick ist. Ja, er wäre in einer ewigen Schuld behalten. Also, ja, der Luther war so politisch nicht korrekt. Ist politisch nicht korrekt gewesen. Ja, Jesus war auch nicht politisch korrekt. Nee, haben sie an Kreuz genagelt. Ja, richtig. Ja. Ja. Ja, meine Lieben, was im jüdischen Talmud steht über Jesus Christus, ist gelinde gesagt, ja, abstoßend, fürchterlich, widerlich. Martin Luther hat seinerzeit die Schriften der Juden eingehend studiert und hat daraufhin die Christenheit vor dem Judentum inständigst gewarnt. Heute distanziert sich die evangelische Kirche von ihm, weil sie seine Schriften in die Kategorie Antisemitismus einordnet. Also das ist halt etwas, was auch gerade, wenn man so, das erlebe ich auch gerade, diese Botschaft in Offenbarung 14, Vers 6 bis 12, Jesus sagt, dass wir einmal um seines Namens willen von aller Welt gehasst werden. Mhm. Ja? Und eigentlich ist es ja ein Aufruf, genau wie der Noah damals stand und hat die Leute versucht, weißt du, zur Buße zurückzurufen, genau wie Johannes der Täufer auch. Aber viele, viele Menschen werden es eher so ansehen, dass sie sich natürlich halt auf den Fuß getreten fühlen, ne? Und das nicht eigentlich als eine Liebes- und Warnungsbotschaft ansehen können. Ja, meine Lieben, das war's erstmal. Weiter geht's in Folge 2. Es wird spannend werden. Da geht es dann um so Themen wie, darf eigentlich ein jeder dahergelaufene taufen? Und dürfen Frauen in der Gemeinde predigen? Ich denke, es ist sehr interessant, da einmal die Meinung eines Adventisten zuzuhören. Und ich denke, oder beziehungsweise ich weiß es schon, ihr werdet sehr überrascht sein. Meine lieben Freunde, ich werde Timo Hoffmann auch fragen, was hat es eigentlich mit Alan G. White auf sich, wenn man da auf die freimaurerischen Wurzeln zu sprechen kommt? Existieren da überhaupt welche? Auch das wird spannend werden. Verabschiede mich, freue mich, euch wiederzusehen in der nächsten Folge.